1982 wurde die Pharmed in Wien gegründet. Das heißt, wir werden nächstes Jahr unser 40-jähriges Unternehmensjubiläum feiern. Und in diesen 40 Jahren hat sich die Pharmed zum internationalen Marktführer in Planung, Errichtung und im Betrieb von komplexen Gesundheitseinrichtungen, also Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken, entwickelt. Was bedeutet internationaler Marktführer? Wir haben in dieser Zeit über 1000 Projekte in 95 Ländern dieser Welt abgeschlossen. Das heißt, wir sind also buchstäblich um den halben Erdball vertreten. Und wir betreiben hier über 100 Krankenhäuser mit über 15.000 Betten. Und in diesen Krankenhäusern bilden wir den gesamten medizinischen Behandlungspfad ab. Das heißt, wir bieten Leistungen an von Prävention über Akutpflege, Rehabilitation, Nachsorgepflege. Und hier in Tschechien, in unseren Einrichtungen der Pharmed Mediterra, gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und bieten nicht nur die eben genannten Leistungen an, sondern auch medizinische Leistungen in Langzeitintensivpflege bis hin zur mobilen Heimpflege. Dieser riesengroße Know-how-Pool, dieser internationale Background hat natürlich einen unschätzbaren Wert für die Einrichtungen der Pharmed Mediterra hier in Tschechien, sei es hinsichtlich Makrotrends im Gesundheitswesen, sei es hinsichtlich neuer Behandlungskonzepte oder sei es hinsichtlich neuer Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel die Telerehabilitation, die wir seit kurzem hier in dieser wunderbaren Einrichtung in Malvasinki anbieten. Ich persönlich habe die Ehre, seit 2008 die Pharmed Mediterra zu leiten. Die Klinik hier in Malvasinki ist seit 2008 Teil unserer Gruppe und seit jeher war Malvasinki bekannt für Spitzenmedizin in Orthopädie und in Rehabilitation. Und so ist es natürlich unser großer Auftrag, uns ständig weiterzuentwickeln, um auch morgen noch Spitzenmedizin für unsere Patienten in diesen Bereichen anbieten zu können.